Guten Morgen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Däne-Live. Im Vergleich zu den letzten Däne-Lives wird das Video heute etwas Besonderes, deswegen bleibt mal gerne dran. Ich bin gerade wieder am Frühstücken und so sieht mein Frühstück heute aus. Hier habe ich wieder Skyr. Mittlerweile esse ich nur noch 2 Esslöffel Skyr. Ganz wenig Haferflocken, Flohsamenschalen, Marant gepufft, Sonnenblumenkerne, Weizenkleie. Hier habe ich ein bisschen Trauben. Eine Banane, Wasser. Ich esse meistens 1 bis 2 Datteln und das war's dann auch. Gleichzeitig schaue ich mir hier etwas auf YouTube an. Ich gehe jetzt einmal kurz unter die Dusche und dann habe ich noch 10-15 Minuten, um noch ein bisschen mehr zu trinken. Ich versuche mindestens 1,5 Liter zu trinken. Bis jetzt habe ich also 750 Milliliter getrunken, aber ich merke, ich habe Durst und da geht auf jeden Fall noch mehr. Ich benutze fluoridfreie Zahnpasta und das ist meine Wahl hier. Je älter man wird, desto mehr wachsen einem Haare an Stellen, an denen keine Haare wachsen sollten. Die letzte Minute ist angebrochen, deswegen. Also 0,7 Liter sind auch nochmal weg. 4.37 Uhr, das Fasten geht ab jetzt los. Und jetzt können wir in den Tag starten. Wir haben jetzt kurz vor 5 Uhr und ich fange jetzt an zu arbeiten. Ich werde jetzt eine Stunde für mich arbeiten und zwar werde ich ein Video schneiden, was diesen Sonntag kommen soll. Wir haben gerade Donnerstag. Das ist wieder mal eine Folge Day in a Life. Und ab 6 Uhr fange ich dann an, für meinen Arbeitgeber zu arbeiten. So, Freunde, ich habe mich jetzt ein paar Stunden nicht gemeldet. Wir haben gerade 11.09 Uhr. Ich bin gut durchgekommen. Ich habe echt viel geschafft. Ich habe eine Stunde das Video geschnitten. Ich muss euch sagen, ne, diese Videos, das, was ihr gerade seht, diese Day-in-a-Life-Videos, die sind am aufwendigsten zu schneiden. Denn das sind so viele kurze Videos, die man aneinander rein muss. Und die Stellen wegschneiden, die nicht passen, wo man sich verspricht und so weiter, wie jetzt gerade eben. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du unten einmal auf Abonnieren und Daumen hoch klicken würdest. Genau, das habe ich auf der Arbeit gemacht. Ich kann euch das leider nicht zeigen. Aber ich habe ein POC-Dokument vorbereitet. Ein POC, also POC ist kurz für Proof of Concept. Das ist quasi eine Testinstallation beim Kunden, um dem Kunden zu beweisen, dass wir seinen Anforderungen gerecht werden können, dass wir seine Anforderungen erfüllen können. Und es ist so, bevor man eine Testinstallation macht, hat man mehrere Telefonate mit dem Kunden. Dabei geht es darum, die Anforderungen des Kunden aufzunehmen, seine Wunschvorstellungen, was er denn überhaupt haben möchte, wo seine Schmerzen sind. Basierend darauf erstellt man halt ein Dokument, wo die Anforderungen 1:1 drinstehen. Manchmal ist das halt so, dass man Sachen schriftlich braucht, ja, um Menschen zu zeigen, das war dein Plan, das sind deine Anforderungen gewesen und die haben wir erfüllt. Und darum geht es eigentlich in diesem POC-Dokument. Und das habe ich gerade erstellt. Dann haben wir, heute ist Donnerstag, genau, morgen haben wir um 11 Uhr einen Call mit dem Kunden, um ihm das Dokument zu präsentieren und das Dokument vom Kunden abnehmen zu lassen. Und dann sind wir demnächst beim Kunden und installieren das Ganze. Genau, und dann habe ich noch in meiner Lab ein bisschen rumgeschraubt. Und zwar habe ich einen Root-Server bei Hetzner angemietet und installiere da unsere Produkte drauf. Habe dann Server drauflaufen, Windows-Server drauflaufen, habe Linux-Clients drauflaufen und kann dann einfach so Kundenszenarien, wie zum Beispiel das, was wir beim Kunden machen, werden, diese POC-Installation, kann dann Teile davon da drin testen. Es kommen aber auch immer wieder Fragen im Rahmen des POCs und da man das Ganze vernünftig nachvollziehen kann, bietet sich das an, das Ganze installiert zu haben. Dann kann man halt in das Produkt reingehen, selber rumklicken und verifizieren, ob das wirklich stimmt oder ob der Kunde an der falschen Stelle gesucht hat. Genau, das ist so das gewesen, was ich gemacht habe. Was wir jetzt noch vorhaben, in einer Viertelstunde fahre ich los. Wir haben ein Treffen mit meinem Coach, mit meinem Business Coach. Und zwar gehe ich da alle 4 Wochen einmal hin. Dann gehen wir für eine Stunde spazieren und machen ein Meeting beim Spazieren und tauschen uns einfach aus, was gerade bei mir los ist, ob ich Unterstützung brauche bei einem Thema auf der Arbeit. Also nicht fachlich, nicht technisch oder so, sondern einfach auf, ja, wie soll ich sagen, auf menschlicher Ebene. Ist da gerade etwas los, worüber ich sprechen möchte, wo ich vielleicht Unterstützung brauche? Und das ist ein erfahrener Business Coach, der mich da unterstützen kann. Und es geht auch um Social Media. Bei Social Media geht es halt auch nicht um das fachliche Wissen, sondern einfach darauf, wie ich auftrete. Der Coach unterstützt mich dabei, meine Strategie aufzubauen. Das würde ich euch echt mal anraten. Auch wenn es, also es muss kein Business Coach sein, es würde schon reichen, so einen Spaziergang zu machen, für 60 oder 90 Minuten festlegen, fix. Und in diesen 60 Minuten verstehe nichts anderes, außer über euer Business, was ihr gerade macht oder was eure Ziele sind. Und das macht ihr mit eurem besten Freund. Und ihr werdet erstaunt sein, was wirklich so ein Gespräch bringt. Weil sagt mal ehrlich, wer von euch unterhält sich mit irgendjemandem über das Business oder über seine Ziele im Leben? Und seitdem ich den Coach habe, habe ich echt gemerkt, meine Ziele sind fixierter, ich bin produktiver und es läuft im Allgemeinen einfach viel besser im Leben. Genau, und dazu nutze ich quasi die Mittagspause. Von 12 bis 13 Uhr haben wir den Termin mit dem Coach.
So, Freunde, 14.30 Uhr. Es war geplant, dass der Call eigentlich bis 14 Uhr geht. Und der Call ist jetzt erst zu Ende. Ich bin bereits bei dem Business Coach gewesen. Bis 13 Uhr haben wir den Termin gehabt. Und ab 13 Uhr ging dieser Termin los. Das heißt, ich habe einen harten Anschlag gehabt. Das war ein Termin, bei dem ich größtenteils nur zugehört habe. Deswegen auch keine Kamera angehabt, kein Mikrofon angehabt. Konnte ganz gut aus dem Auto teilnehmen und zuhören, hier im Homeoffice ankommen. Und habe jetzt eine Stunde lang noch aus dem Homeoffice zugehört. Habe jetzt noch eine halbe Stunde bis zum nächsten Call. Deswegen werde ich jetzt einmal mich umziehen. Ich sitze hier immer noch mit einem Trikot. Warum sitze ich mit einem Trikot oder mit einer Sporthose hier? Ich bekomme gerade einen Anruf, Moment. So ist es halt im Alltag. Mama kommt ein Anruf hier und da und dann sind auch schon wieder knapp 20 Minuten weg. Ich habe jetzt noch 12 Minuten bis zum nächsten Call, bis 15 Uhr, was ich sagen wollte. Ich ziehe zu Hause diese Trainings-T-Shirts an, weil die halt sehr gemütlich sind. Damit will ich eigentlich nicht telefonieren und auch nicht die Kamera anmachen, auch wenn das interne Calls sind. Ich will was Vernünftiges anziehen. Deswegen ziehe ich mich jetzt einmal kurz um. Ich habe jetzt noch 10 Minuten bis zum nächsten Call. Dann wird das POC-Dokument, was ich jetzt vorbereitet habe, mit dem Kollegen einmal durchgesehen. Der wird das dann absegnen, weil er im Lead ist. Das heißt, er führt das Ganze, er führt diese Testinstallation beim Kunden. Wenn das abgenommen ist oder nach dem Call, ich schätze mal 16 Uhr spätestens, habe ich bis 18 Uhr noch Zeit, um einen Lab vorzubereiten. Aber dazu kommen wir gleich, weil ich habe jetzt nur noch 11 Minuten Zeit. So Leute, 15.14 Uhr, ich bin wieder am Platz. Ich habe den Call um 15 Minuten verschoben, kurzerhand, weil ich es sonst nicht geschafft hatte. Ich habe einfach ein bisschen Pause gebraucht. Ach, in einer Minute geht der Call los, es ist 15.15 Uhr. Ich rufe den Kollegen jetzt an und melde mich später bei euch. So, okay. Dann die zweite Tabelle mit den Testcases. Ist das so was, womit wir arbeiten können, oder soll ich hier jeweils die Spalten? Es ist viel, genau. Ja, dann wird es aber, weil es ein Word-Dokument ist, wird es in der Breite halt. Den Disclaimer, den habe ich hier eingefügt, damit ich das nicht vergesse, den muss ich noch schreiben. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen, ne? Ja, und ich darf hier. Bis morgen. Ciao. Ah, so. Wenigstens konnten wir uns bei dem Call jetzt auf 30 Minuten beschränken. Die 30 Minuten waren auch geplant. Ihr habt ja gerade mitgehört, dass ich einmal auf die Schnelle mitgeschrieben habe, was der Kollege ausformuliert hat oder was wir gemeinsam halt noch notiert haben. Zum Thema Disclaimer, da kommt halt ein Disclaimer mit rein. Und das habe ich einmal kurz auf Deutsch mitgeschrieben, stichpunktartig. Da bin ich kurzerhand auf ChatGPT rübergegangen und habe ChatGPT gesagt, kannst du mir das hier bitte in ganzen Sätzen ausformulieren und auf Englisch ausgeben? Und der hat das dann halt innerhalb von Sekunden gemacht, Copy-Paste, ein, zwei Satzstellungen umgeändert. Man spart sich so viel Zeit damit, so viel Zeit und Nerven und Ärger. Das Ding ist schon geil. Genau, was ich jetzt noch machen werde, wie erwähnt, ich werde jetzt in meine Lab gehen, in meine Lab arbeiten. 15.45 Uhr, das werde ich bis 18 Uhr machen. Um 18 Uhr mache ich Feierabend. 18.50 Uhr oder 53 Uhr, ich sollte das Fasten brechen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe seit heute Morgen 6 Uhr durchgearbeitet für die Firma, außer der eine Stunde, wo ich gerade weg war, mit meinem Business Coach gesprochen habe. Das ist nicht der Fall. Ich habe zwischendurch natürlich Pausen gemacht. Also ich möchte nicht, dass die Leute jetzt abgeschreckt sind, die vorhatten, in die IT-Beratung reinzugehen. Nein, es ist nicht normal, dass man jeden Tag von 6 bis 18 Uhr arbeitet. Es kommt schon mal vor, dass man ein bisschen länger als 8 Stunden arbeitet. Aber dann gibt es auch Tage oder Phasen, in denen es ein bisschen ruhiger ist. Von daher gleicht sich das alles aus. Und ich muss echt sagen, aktuell ist das so, die Zeit verfliegt. Wenn ich mich einmal vertieft habe in einer Arbeit, vor allem in der Lab, ich habe gestern 8 Stunden oder 7,5 Stunden saß ich am Stück hier, habe ein, zweimal kurz Pause gemacht, um halt einen Toilettengang zu machen und einmal zu beten. Aber 7,5 Stunden am Stück saß ich hier, zum Teil stand ich hier und die Zeit ist einfach verflogen. Das macht so viel Spaß aktuell. Wenn die Aufgaben Spaß machen oder wenn man halt im richtigen Job ist, dann machen die Aufgaben einem Spaß und dann verfliegt die Zeit auch. Man weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. Heute auch 15.47 Uhr. Ich weiß nicht, wie schnell die Zeit umgegangen ist. Und ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, euch zu fragen, ob ihr Fragen an mich habt. Wollt ihr etwas wissen über meinen Job als IT-Berater? Manche sagen ja, das ist kein Beraterberuf, das ist ein Pre-Sales-Beruf, du bist Vertriebler. Ja, aber wir beraten trotzdem die Kunden. Klar ist das alles in dem Vertriebsprozess mit drin. Das heißt aber nicht, dass ich ausschließlich Vertrieb mache, dass ich neben Call versuche, dem Kunden etwas zu verkaufen. Es gibt genug Calls, wo man den Kunden
mehr berät, als zu verkaufen. Könnte man sich den ganzen Tag darüber streiten. Wenn dir auch weitere Streitthemen einfallen, dann schreib die unten gerne in die Kommentare rein. In dem nächsten Video beantworte ich gerne deine Fragen. Ich sehe gerade, dass ich vor einer Stunde eine Frage bekommen habe von Mr. GTA Walkthrough. Der hat gefragt, kann jeder Fachinformatiker Systemintegration zum IT-Berater werden? Wie lange würde so eine Umschulung dauern? Wer kann es nicht werden oder zu wem passt dieser Beruf nicht? Das sind Fragen, also ich werde sowieso ein eigenes Video dazu produzieren, wie man IT-Berater wird, wer es werden kann oder sogar eine ganze Videoserie, das wird eine Playlist sein, die ihr euch dann angucken könnt. Ich beantworte die Frage hier ganz kurz. Kann jeder Fachinformatiker zum IT-Berater werden? Ja, ich habe ja auch den Fachinformatiker gemacht zum Systemintegrator. Ich habe mich dann einfach weitergebildet. Ich bin eigentlich durch Zufall halt in den Presets reingekommen, habe die Produkte gelernt, habe gelernt, wie Presets funktioniert, wie man in einer Vertriebsabteilung arbeitet. Das basiert alles auf Erfahrung. IT-Berater ist kein Job, wo man eine explizite Ausbildung haben muss, wo man IT-Beratung studieren muss oder eine Ausbildung zum IT-Berater machen kann. Sowas gibt es nicht. Es basiert alles auf Erfahrung. Du musst dir halt angucken oder dir muss bewusst sein, worauf hast du Lust, was macht dir Spaß. Wenn du nicht weißt, was dir Spaß macht oder worauf du Lust hast, dann schau dich im Internet um, was für IT-Beratungsjobs es gibt. Dazu wird auch eine Videoreihe kommen. Am besten abonnierst du mich schon mal, damit du das Ganze nicht verpasst. Und dann solltest du so früh wie möglich dich spezialisieren auf einen Bereich, so viele Zertifikate wie möglich machen, so viel wie möglich lernen, um am Ende dort IT-Berater werden zu können in einem bestimmten Job. Zu wem passt der Beruf nicht? Der Beruf passt zu Leuten nicht, die keine Lust auf Reisebereitschaft haben. Dann ist der Beruf nichts für jemanden, der keine Lust auf Kundenkontakt hat. So, der keine Lust auf Reden hat, der lieber quasi in seinem Keller oder in seinem Homeoffice sitzen will und seine Aufgaben einfach abtippen, abarbeiten will. Dann ist der Beruf nichts für jemanden, der nicht unter Druck und Stress arbeiten kann, weil es kommt halt vor, dass Aufgaben reingeschoben werden, dass etwas priorisiert wird und eigentlich ist dein ganzer Tag schon verplant und dann explodiert irgendwo etwas bei einem Kunden und du musst plötzlich rein in irgendwelche Eskalationscalls. Und deswegen musst du auch jemand sein, der selbstständig und organisiert arbeiten kann. Und wenn du sagst, nein, ich bin eine introvertierte Person, ich bin nicht so jemand, dann ist der Job nichts für dich. Oder du nimmst dir einfach vor, oder du siehst das als eine Herausforderung sogar und nimmst dir vor, ein extrovertierter Mensch zu werden, weil du keinen Bock mehr hast, introvertiert zu sein, dann geh auf jeden Fall in den Job, weil du wirst innerhalb von kürzester Zeit extrovertiert. Das wirst du merken. Dafür ist der Job echt gut geeignet. Für diejenigen, die es interessiert, ich kann jetzt euch mal ein bisschen was zeigen. Und zwar habe ich einen Proxmox installiert bei mir auf dem Hetzner Server. Und das sind die Specs. 12 CPUs, ich habe 256 GB RAM. Ich habe genug Speicher auf jeden Fall. Das sind die CPUs, die da drauf sind. Ja, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VMs. 5 davon laufen gerade. Und so sieht meine Memory-Auslastung aus. Und zwar nutze ich gerade 36 GB von 256. Was ich jetzt machen werde, ich werde eine CentOS installieren. Da habe ich schon gestern ein KVM-Image heruntergeladen. Das kann ich hier einfach einbinden und kann das Ding starten. Dann habe ich ein CentOS. Der Kunde hat auch eine CentOS-Umgebung mit einem Produkt von uns drauf und ich brauche halt genau dieselbe Umgebung mit der genau selben Produktversion von uns. Das werde ich jetzt alles installieren, nachstellen und wir haben dann morgen früh um 9 Uhr einen Call mit einem Arbeitskollegen gemeinsam. Bis dahin muss ich das alles konfiguriert haben, weil wir das gemeinsam uns ansehen werden, was beim Kunden los ist, was der Kunde eingerichtet hat. Und vier Augen sehen mehr als zwei Augen, wenn man vor allem im Debugging ist, wenn man versucht, ein Problem zu finden. Und zu zweit macht es auch einfach mehr Spaß. Diejenigen von euch, die Bock haben, die können ja mal auf meine Seite adamakcay.io gehen. Unter Tutorials habe ich ein bisschen was. Da habe ich auch beschrieben, wie ich meine Proxmox-Umgebung installiert habe, was ich da aufgesetzt habe. Also falls ihr Bock drauf habt, geht gerne drauf und gebt mir ein Feedback. Ich bin jetzt nicht auf die Webseite gegangen, um Werbung zu machen, sondern weil ich hier einen Ausschnitt brauche von meiner Dokumentation, die ich mal geschrieben hatte. Sowas macht man halt nicht jeden Tag, deswegen hat man nicht immer im Kopf, wie das Ganze funktioniert. Und ich selber nutze meine Dokumentation natürlich auch, also alles, was unter Tutorials steht. Das ist so eine Art von Wiki für mich, ein Wissenswiki oder Wissensdatenbank. Und ich habe hier mein Lesezeichen, und zwar unter PVE, was halt für Proxmox steht, einen YouTube-Link versteckt. Wenn ich da drauf gehe, erscheint dieses Video hier. Ich kann euch mal den Link in die Kommentare packen. Das lasse ich gerne im Hintergrund laufen, wenn ich am Arbeiten bin, um halt so ein bisschen Hintergrundmusik zu haben. Und so klingt das Ganze dann. Ich würde euch auch gerne meine
Outlook-Ordner zeigen, wie ich das alles angeordnet habe. Kann ich aber nicht, weil da die ganzen Kundennamen drinstehen. Und ich habe jetzt auch keine Lust, da zig Ordner umzunennen in Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3, um euch das nur zeigen zu können. Vielleicht mache ich das irgendwann. Aber die Ordnerstruktur sieht so aus. Ich habe einen Überordner für mich, der nennt sich Adam. Ich habe einen Überordner für mein Unternehmen, da steht der Unternehmensname drin. Dann habe ich einen dritten Ordner, der nennt sich Kunden. Da habe ich dann nochmal Unterordner drin für die einzelnen Kunden. Einen vierten Ordner Produkte und einen fünften Ordner Team. Und jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme und alle To-Dos auf dieser Mail abgearbeitet sind, schiebe ich die Mail in einen entsprechenden Ordner rüber. Das heißt, mein Posteingang ist eigentlich immer leer. Wenn der komplett leer ist, heißt das, dass ich keine Aufgaben mehr habe. Wenn da noch Mails drin sind, sind das auf jeden Fall Mails, wo ich noch To-Dos habe. Eine Mail, die ich noch durchlesen muss, wo ich vielleicht etwas drauf reagieren muss. Und so habe ich immer im Überblick, welche Mails noch offen sind, zu beantworten sind. Das ist eine Technik, die ich seit Jahren anwende. Die habe ich irgendwann mal, weiß nicht, ob ich die von Ali Abdallah habe, auf LinkedIn habe ich die auf jeden Fall gesehen. Und ja, ich fahre damit ganz gut. Es kommt nie vor, dass ich mal vergesse, eine Mail zu beantworten oder eine Aufgabe zu erledigen, weil ich immer weiß, wenn eine Mail in meinem Posteingang ist, dann ist das eine Mail, die ich noch zu bearbeiten habe. So, liebe Freunde, es ist 20.15 Uhr. Ich konnte jetzt nichts mehr aufnehmen, weil ich eingeladen war zum Abendessen, zum Fastenbrechen bei meinen Schwiegereltern. Und ich würde auch sagen, ich habe euch sehr viel heute vom Job gezeigt. Ich hoffe, das hat euch alles gefallen. Ich werde den Abend jetzt ausklingen lassen mit der Familie. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir werden ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen. Ich packe die Kamera jetzt weg. Ich glaube, das war genug für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir unten ein Like da. An der Stelle könnt ihr eine weitere Folge sehen von einem Tag in meinem Leben. Bleibt gesund, bleibt nett zueinander und